Man sieht, dass das amerikanische System, das im Inneren schwächer wird, sich nach außen ausdehnt und zur NATO-Erweiterung und Ähnlichem führt. Die Annäherung zwischen Deutschland und Russland bedeutete für die USA, dass sie sich aus Europa zurückziehen. Russland hat klargestellt, dass es taktische Atomwaffen einsetzen würde, wenn es sich bedroht fühlte. Die Ukraine und die USA haben den Krieg verloren. Bald werden wir den Zusammenbruch der ukrainischen Armee sehen und für mich begann der Niedergang der Vereinigten Staaten Mitte der 60er Jahre. Russland stellt keine Bedrohung dar, da es nicht genug Bevölkerung hat. Seine Einwohnerzahl schrumpft und es wird Europa keinesfalls besetzen. Aber es gibt eine andere, viel bedrohlichere Dimension der amerikanischen Außenpolitik, das Konzept des endlosen Krieges, den wir überall sehen. Emmanuel Todd ist bei mir. Hallo, Herr Todd. Monsieur Todd, dieser Tage erscheint Ihr neues Buch, das heißt Der Westen im Niedergang, wir sehen es hier. Steht er jetzt bevor oder sind wir schon mittendrin, dass der Westen niedergeht? Wir sind mittendrin. Das heißt, was den Ukraine-Krieg betrifft, der Ausgangspunkt des Buches ist. Die russische Armee hat gewonnen, die russische Wirtschaft hat gewonnen. Wir stehen also an einem Wendepunkt. Und was das eigentliche Thema des Buches betrifft, nämlich die Desintegration des Westens selbst, im Kern nicht nur die der Vereinigten Staaten, sondern der gesamten angloamerikanischen Welt, dann ist das ein Prozess, der früh in der Mitte der 60er Jahre begann und sich fortsetzt, aber nun zweifellos einen Wendepunkt erreicht. Im Moment interessiert mich jedoch ein Thema fast mehr als der Ukraine-Krieg, nämlich der Zusammenbruch des Unternehmers Boeing, das an Ingenieuren mangelt und nicht mehr mit Airbus konkurrieren kann. Also ja, wir sind mittendrin. Vor 20 Jahren habe ich Ihren Nachruf auf die Weltmacht USA gelesen, verschlungen eigentlich vielmehr. Und damals sagten Sie sinngemäß, dass das amerikanische Jahrhundert vorbei sei. Ist das jetzt so, dass sich die Diagnose ausgeweitet hat? Hat sich das jetzt auf den gesamten Westen übertragen? Ich denke, dass die angloamerikanischen und die kontinentaleuropäischen Dynamiken ziemlich unterschiedlich sind. Das heißt, in Kontinentaleuropa haben wir Probleme. Wir haben zwar keinen demografischen Rückgang, aber wir haben Probleme mit der Überalterung der Bevölkerung und dem Rückgang religiöser Werte. Dennoch bewahren die Gesellschaften ihre Stabilität. In den USA ist der Niedergang oder Verfall jedoch weitaus ernster. Ich erinnere mich, dass ich, als ich dieses Buch vor 20 Jahren schrieb, in einer Zeit lebte, in der die Mehrheit, ja, alle sagten, dass Amerika eine Supermacht sei und die Welt beherrschen würde. Aber ich sagte, nein, Amerika hat nicht die Mittel dafür. Und ich würde sagen, das Buch wurde bestätigt, da man jetzt sieht, dass Russland in der Lage ist, Amerika herauszufordern. Dieses erste Buch wurde also durch die Geschichte bestätigt, auch wenn nicht alles darin zutrifft. Der große Unterschied ist jedoch, dass ich damals eine rationale Sicht auf die amerikanische Diplomatie hatte. Ich dachte, Amerika würde einfach um den Erhalt seiner Hegemonie kämpfen. Jetzt bleibt dieser Kampf um die Hegemonie zwar bestehen, aber meiner Analyse nach hat sich der amerikanischen Politik und der amerikanischen Gesellschaft eine viel stärkere irrationale Dimension hinzugefügt. Das zentrale Konzept meines Buches ist der Nihilismus, das heißt, wie das Erreichen eines religiösen Nullpunkts zu einer Leere führt, die Angst auslöst und zu Zerstörungstrieben führt, die sich in der amerikanischen Außenpolitik manifestieren. Früher ging es in der amerikanischen Politik um das Streben nach Macht, um den Erhalt des Imperiums. Jetzt gibt es weiterhin diesen Erhalt des Imperiums, der sich auf Europa, Japan und Korea konzentriert. Ein eingeschränktes Imperium, aber es gibt eine andere, viel bedrohlichere Dimension der amerikanischen Außenpolitik, das Konzept des endlosen Krieges, den wir überall sehen.
Ein Krieg wird zum Projekt an sich. Ein Krieg um des Krieges Willen, eine Gewaltneigung, die mit ähnlichen Tendenzen im ukrainischen Nationalismus und im sogenannten Neonationalismus in Israel in Resonanz tritt. Wann setzte der Niedergang ein? Hatte vielleicht Francis Fukuyama wenigstens zur Hälfte recht? Er sagte ja, das ist das Ende der Geschichte, nachdem der eiserne Vorhang fiel. War es vielleicht nur das Ende dieser Geschichte, sprich der westlichen Geschichte? Für mich als Historiker der französischen Annales-Schule bedeutet das, die langen Zeitlinien zu betrachten und sich für tiefgreifende Kräfte wie religiöse Einflüsse, Bildung und Wirtschaft zu interessieren. Für mich begann der Niedergang der Vereinigten Staaten Mitte der 60er Jahre. Das heißt, um 1965 herum sieht man, dass die Anzahl der Menschen, die ein Studium beginnen, in den USA zu sinken beginnt. Zu dieser Zeit zeigen auch die universitären Tests einen Rückgang der schulischen Fähigkeiten der Amerikaner. Man misst sogar einen intellektuellen Niedergang anhand des IQs und der intellektuellen Ressourcen. Zudem gibt es einen Rückgang der industriellen Kapazitäten und einen Mangel an Ingenieurausbildung. Es ist ein langwieriger Prozess, doch der Fallstrick für die USA war der Zusammenbruch der Sowjetunion 1990. Der Zusammenbruch der Sowjetunion erzeugte die Illusion eines amerikanischen Sieges und verdeckte das wichtigere weltgeschichtliche Phänomen, nämlich den Niedergang der Vereinigten Staaten selbst. Ich kann hier noch etwas hinzufügen über das allgemeine Modell der Geschichte, das sehr paradox und viel komplexer ist, als es Fukuyama zum Beispiel annahm. Das heißt, das Ausgangsphänomen ist ein Niedergang der Vereinigten Staaten, der durch einen Zusammenbruch der Sowjetunion abgelöst wurde. Man sieht, dass das amerikanische System, das im Inneren schwächer wird, sich nach außen ausdehnt und zur NATO-Erweiterung und Ähnlichem führt. Diese Perspektive ist ein sehr interessantes Modell, das auch für Physiker spannend sein könnte. Ein System, das im Zentrum explodiert und sich an der Peripherie ausdehnt. Noch vor 20 Jahren suhlte sich der Westen in seiner neoliberalen Politik. War das schon Ausdruck der eigenen Verblendung? Ja, absolut. Ich glaube, in den 70er Jahren haben die Amerikaner erstmals ein Bewusstsein für den eigenen Niedergang entwickelt. Das war die Zeit der Stagflation, der großen amerikanischen Schwierigkeiten und des Beginns der Probleme im amerikanischen Außenhandel. Die Amerikaner hatten also ein gewisses Bewusstsein für ihren Niedergang und der Neoliberalismus war eine bewusste Reaktion darauf, der als wirtschaftliche Technik präsentiert wurde. Mein heutiges Gefühl ist, dass dieser Neoliberalismus bereits eine Form von Nihilismus darstellte. Es wurde viel über Schumpeters kreative Zerstörung gesprochen. Gesellschaften, der Kapitalismus und Unternehmen müssen verschwinden, damit neue entstehen können. In der Geschichte des Neoliberalismus im Westen, insbesondere in den USA, führt das jedoch zur Zerstörung des Industriesystems und die neuen Unternehmen wurden außerhalb Amerikas aufgebaut. Dieser Prozess der Globalisierung ist wirklich bemerkenswert. Man stellte sich vor, dass die produktiven Kräfte und die Arbeiterklasse ohne Risiko an das andere Ende der Welt verlagert werden könnten. Für mich zeigt das eine mangelnde Weitsicht, eine Blindheit gegenüber der Zukunft. Dieser globalisierte Neoliberalismus war bereits eine Art Vorstufe, ein erster Schritt im Niedergang des Westens, hinter dem tiefere, nicht ökonomische Kräfte standen. Würden Sie zustimmen, wenn ich ins Blaue hinein fragen würde, ohne radikale Marktwirtschaft würde es einen Niedergang des Westens so nicht geben? Für mich gehört zur Entwicklung der westlichen Gesellschaften die neue Bildungsstratifizierung. Die Massenalphabetisierung hatte die Demokratie gestürzt. Alle konnten lesen und schreiben. Das schuf egalitäre Gesellschaften, die demokratisch waren.
In Amerika hatte man 1965 die nächste Stufe erreicht, in der 30% der jungen Generation eine höhere Bildung absolvierten. Das Auftreten dieser Gruppe, die eine höhere Bildung hatte, hat die Homogenität des sozialen Gefüges aufgebrochen und zur Entstehung des Neoliberalismus beigetragen. Diese kulturelle Dynamik war in Gang gesetzt und es wäre unmöglich gewesen, dass die Gesellschaft in ihrem wirtschaftlichen Zustand nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer kapitalistischen Wirtschaft, die durch einen keynesianischen Staat reguliert wurde, verharrte. Die Geschichte war im Gange. Vielleicht hätte etwas anderes passieren können, aber ein Verbleib im Status quo war nicht möglich. Das erste Buch, das ich mit 25 schrieb und in dem ich den Zusammenbruch des sowjetischen Systems vorhersagte, basierte auf einem Anstieg der Säuglingssterblichkeit und der Idee, dass die Russen, die begannen, Geburtenkontrolle zu praktizieren, ganz normale Menschen seien. Ich hatte recht, aber was den Zusammenbruch des Kommunismus 1990 auslöste, 40 Jahre nachdem ich mein Buch geschrieben hatte, war, dass auch in der UdSSR eine neue Bildungsstratifizierung entstanden war mit vielen Menschen, die eine höhere Bildung hatten. Russland erlebte also ebenfalls diesen Schock der neuen Bildungsstratifizierung. Das ist ein historisches Phänomen, das sich unserer Kontrolle entzieht. Wer hätte anfangs gedacht, dass die Entwicklung der höheren Bildung den demokratischen Charakter untergraben könnte? Diese Entwicklung der negativen Stratifizierung war ein Thema, das ich zu den ersten in einem Buch ansprach, das den Titel L'illusion économique trug und auf Deutsch übersetzt wurde, obwohl ich den Titel nicht mehr weiß. Heute ist die Idee, dass die Bildungsstratifizierung das zentrale Phänomen in allen fortgeschrittenen Gesellschaften ist, von allen Meinungsforschern und politischen Analysten akzeptiert. Wenn man Trump gegen Harris, den Rassemblement National gegen den Macronismus in Frankreich oder die Brexit-Befürworter gegen die EU-Befürworter in England stellt, achtet man in den Umfragen darauf, ob die Menschen eine höhere Bildung haben oder nicht. Diese Idee wird nun vollständig akzeptiert. Monsieur Todd, wie sehen Sie das deutsch-amerikanische Verhältnis? Nicht für mich. Was mich interessiert, ist die amerikanische Sicht auf Deutschland. Ich lese amerikanische Geopolitiker und sehe, dass Deutschland für sie zu einem Problem wurde, als es in Europa sehr mächtig wurde. Ab der Krise von 2007 bis 2008 stieg Deutschland als führende wirtschaftliche Kraft in Europa auf und näherte sich Russland an. Für die Amerikaner war das inakzeptabel. Die Annäherung zwischen Deutschland und Russland bedeutete für die USA, dass sie sich aus Europa zurückziehen und in gewisser Weise ihr Imperium verlieren müssten. In diesem Sinne scheint es mir, dass die Förderung des ukrainischen Nationalismus und der Ukraine-Krieg für die Amerikaner zwar gegen Russland gerichtet war, aber im Wesentlichen darauf abzielte, das deutsch-russische Bündnis und damit auch Deutschland zu schwächen. Das ist also keineswegs eine Perspektive, in der Deutschland die USA als Verbündete oder Beschützer betrachten sollte. Aus meiner Sicht stellen die USA für Deutschland eher eine Bedrohung dar. Und was schlagen Sie vor, was Deutschland tun sollte? Obwohl Deutschland bereits große Opfer gebracht und vieles akzeptiert hat, etwa den mutmaßlichen Sabotageakt an der Nord Stream Gas Pipeline oder widerwillig militärische Ausrüstung an die Ukraine lieferte, was einen großen Teil seines wirtschaftlichen Gleichgewichts kostete. Doch jetzt sind wir an einem neuen Punkt in diesem Krieg. Die Ukraine und die USA haben den Krieg verloren. Bald werden wir den Zusammenbruch der ukrainischen Armee sehen und Russland vermutlich bis zum 20. Breitengrad vorrücken und sich dann zurückziehen sehen.
Russland stellt keine Bedrohung dar, da es nicht genug Bevölkerung hat. Seine Einwohnerzahl schrumpft und es wird Europa keinesfalls besetzen. Die Frage für Deutschland und für alle westlichen Staaten, insbesondere für Deutschland, noch mehr als für Frankreich oder Italien, ist, ob der Westen seine Niederlage hinnehmen wird oder ob sich Deutschland in eine Eskalation des Krieges hineinziehen lassen wird. Die Debatte über die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine, um russisches Gebiet anzugreifen, stellt für Russland eine formale Kriegserklärung dar. Deutschland und die anderen stehen vor der Wahl zwischen einem sofortigen Frieden, der den Wiederaufbau und in Zukunft normale Beziehungen mit Russland ermöglicht, oder eine Eskalation in einen endlosen Krieg gegen Russland. Russland hat klargestellt, dass es taktische Atomwaffen einsetzen würde, wenn es sich bedroht fühlte. Deutschland muss nun eine Haltung gegenüber dem amerikanischen Konzept des endlosen Krieges und des Nihilismus finden. Als Franzose, der aus Paris kommt, kann ich nur empfehlen, den Krieg und den Nihilismus zu vermeiden. Wie die Deutschen wünsche ich mir den Fortbestand Deutschlands. Sie gehen in Ihrem Buch davon aus, dass die USA diesen Krieg verlieren werden, und Sie schreiben auch von der Erniedrigung, die das Pentagon und die NATO erleben werden. Fürchten Sie, dass diese Erniedrigung dazu führen wird, dass die Amerikaner neue globale Abenteuer suchen? Und spielt es dabei eine Rolle, welcher Präsident an der Macht ist in den USA? Es scheint, dass die Situation auf eine Eskalation hinausläuft, wie bei allen Kriegen, bis hin zu einem umfassenden Konflikt. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun eher auf den Nahen Osten. Aber es ist derzeit schwer zu verstehen, wer in Washington die Entscheidungen trifft. Ob es sich um Verbündete, Satellitenstaaten oder Söldner handelt, die von den USA wie die ukrainischen Nationalisten oder der Staat Israel geschaffen wurden und nun eine gewisse Autonomie erlangt haben und die USA in immer gefährlichere Abenteuer ziehen wollen. Es ist klar, dass nicht alle Amerikaner nihilistisch sind. Auch in den USA gibt es einen Konflikt zwischen denen, die vernünftig bleiben und die Macht der USA erhalten wollen, und denen, die eine Logik des endlosen Krieges folgen. Eines der aktuellen Themen in dieser Debatte ist das wachsende Bewusstsein amerikanischer Geopolitiker für die Unfähigkeit der USA, all ihre Verbündeten die benötigten Waffen zu liefern. Wir haben dies bereits in der Ukraine gesehen. Die amerikanische Industrie kann die ukrainische Armee nicht ausreichend mit 155 mm Munition versorgen. Jetzt gibt es eine Debatte darüber, dass die USA auch Israel nicht ausreichend gegen die iranische Bedrohung ausstatten können. Sollte dieses Bewusstsein unter den amerikanischen Entscheidungsträgern zunehmen, könnte es den Krieg bremsen. Dennoch kann ich trotz dieser Aussicht nicht wirklich an eine vernünftige Perspektive glauben, denn eine der Eigenschaften des Nihilismus ist nicht nur Krieg und Zerstörung, sondern auch die Zerstörung der Realität selbst.
Bemerkenswert in der amerikanischen Außenpolitik ist, wie stark sich die Ziele von der tatsächlichen Fähigkeiten der USA entfernt haben. Das ist wirklich beeindruckend. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich besorgt. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren könnte. Ich bin mir nicht sicher und ich bewahre einen Rest Optimismus, aber ich habe echte Sorgen und das wegen der Vereinigten Staaten. Monsieur Todd, vielen Dank für das Gespräch. Merci beaucoup. Vielen Dank.